Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder. So, ich bin immer noch im Gewölbe in Illadan. Ich habe das Glyphenrätsel gelöst. Jetzt hatte ich das Problem, die scheiß Tür da hinten ist immer noch nicht aufgegangen. Ich habe sie nicht aufbekommen. Ich habe nicht gesehen, dass hier zwei Konsolen am Rand stehen. Die muss man anmachen. Soweit ist es ja noch einfach. Jetzt muss man die zwei da hinten anmachen, auf den zwei Dingern. Und dann muss man diese zwei wieder ausmachen. Dann kann man da rein, kommt hinten wieder raus, da die Konsole, wo schon der Rückweg sich gebildet hat. Und da diese Relic-Konsole, die da ist. Hallo Drax. Öffnen die Tür. Ich hatte ewig gedacht, bis ich es rausgefunden habe. Es gab auch kein Video auf YouTube, die mir das gezeigt haben. Deswegen, für den Fall der Fälle, dass jemand noch so dumm war wie ich, zeige ich euch das auf jeden Fall hier. Oder habe es hiermit gezeigt. Und jetzt kommen wir zum schlimmsten Teil. Ich hasse es. Wir müssen das Gewölbe reinigen. Ich werde aber auf dem Weg dorthin die Relikte mitnehmen. Die Relikkerne. Das sind die zwei Nebenquest-Icons hier auf der Karte. Gucken, ob wir das hinkriegen. Ich weiß, ich bin eine Pussy, ich hab Angst. Aber erstmal, okay. Leute! Okay, bereit machen zum Rennen. Hallo? Ich bin so angetrieben, das Eichhörnchen. Ich habe nicht mal richtig drauf gedrückt. Ah! Ah! Okay, bereit machen zum Rennen. Da kommt es! Los, los! Oh Gott, ey! Jemand anders hat so einen Lauf auch schon gezeigt, der ist aber über die Brücke gelaufen. Ich finde aber, dass man hier schneller vorankommt. Also die Brücke rechts von uns jetzt. Ich zeige es euch nicht, weil ich habe keine Zeit. Geh auf, Mann! Reltek, mitnehmen! Behälter, Behälter, Behälter! Aktivierungskonsole! Ah! Mann, die Sache verliert nie ihren Schrecken. Nichts wie raus hier. Scheiße, ich hasse dieses Ding. Ich hasse es. Ich habe noch nie dagegen verloren. Ja, aber ich weiß nicht, wie knapp es immer ist. Es sieht immer sehr bedrohlich aus. So, das war das Gewölbe auf Illadan. Ich hoffe, es war das letzte und wir machen das nie wieder. Gott, ich sehe euch im nächsten Video. Bis dann.